Hallo Bichachos, im heutigen Video zeige ich euch drei verschiedene Geschenkideen, die ihr super einfach und schnell nachmachen könnt. Und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und ja, fangen wir an und ganz viel Spaß beim Verschenken. Okay Leute, jetzt zeige ich euch, wie ihr super einfach Magnete selber machen könnt. Für dieses DIY braucht ihr zum einen Chromkorken und so Motive, die perfekt in diese Chromkorken reinpassen. Die findet ihr online, wenn ihr zum Beispiel Tumblr Quote Circle sucht und da kommen eigentlich richtig coole Bilder dabei raus. Die ganzen Motive müsst ihr dann einfach ausschneiden und prüft einfach nach dem Schneiden noch einmal, ob die Motive wirklich in die Chromkorken reinpassen oder ob vielleicht noch etwas weg muss. Und am Ende sollte das Ganze dann ungefähr so aussehen. Wenn ihr alle Motive ausgeschnitten habt, könnt ihr sie auch schon im inneren Teil vom Kronkorken reinkleben. Ich habe dafür einfach Bastelkleber benutzt und das hat dafür echt gut funktioniert. Und ja, das Ganze habe ich einfach trocknen lassen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Und zwar müssen wir jetzt natürlich noch die Magnete dran machen. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, mit Hilfe von Sekundenkleber dran kleben oder natürlich auch einfach so dran machen. Übrigens bekommt ihr Magnete online oder im Bastelgeschäft. Ich empfehle sie euch aber online zu kaufen, weil sie dort viel günstiger sind und ihr auch viel mehr für euer Geld bekommt. Zu guter Letzt könnt ihr das Ganze natürlich noch schön verpacken. Ich habe dafür so ein Gefäß genommen, ein bisschen Watte reingepackt und dann die ganzen Magnete reingetan und ab und zu einfach noch ein bisschen, ja, Glitzer dazu gegeben, damit das Ganze noch ein bisschen specialiger aussieht. Und ja, ich glaube, man macht damit wirklich jedem eine Freude und so sieht es dann aus. Kommen wir zur zweiten DIY-Idee, die wirklich so cool aussieht und nach viel Arbeit aussieht, aber eigentlich ist es wirklich super easy. Dafür brauchen wir zum einen ein Notizbuch, außerdem Korkpapier. Das bekommt ihr im Bastelgeschäft. Und im ersten Schritt müsst ihr einfach das Korkpapier an euer Notizbuch dran machen. Das funktioniert wirklich super easy, weil schon so eine Klebeschicht dran ist. Falls ihr Korkpapier ohne Klebeschicht kauft, könnt ihr es natürlich auch super einfach mit Bastelkleber dran machen. Und im Nachhinein habe ich dann einfach die ganzen abstehenden Ränder noch weggeschnitten, einfach damit das Ganze noch schöner und sauberer aussieht. Ich finde, das Notizbuch sieht jetzt schon in dieser Korkoptik richtig fancy aus, aber Leute, wir machen es natürlich noch fancier. Dafür habe ich zum einen buntes Papier dran geklebt, einfach so an der Seite, damit das auch so ein bisschen, ja, geometrisch ist. Und das habe ich einfach mit Hilfe vom Bastelkleber dran geklebt und dann einfach wieder die ganzen überstehenden Ränder abgeschnitten. Und anschließend habe ich weitergemacht, das Notizbuch ein bisschen mehr zu dekorieren. Dafür habe ich einmal so einen Saturn-Sticker dran geklebt und dann noch so ein paar Buchstaben-Sticker, womit ich dann Notes ausgeschrieben habe. Und bei diesem Schritt könnte ich wirklich kreativ ausleben und einfach, ja, eventuell auch die Lieblingsstars oder die Lieblingsquotes von der Person, die das Geschenk bekommt, da dran tun. Und ich glaube, jeder würde sich über so ein Notizbuch freuen, gerade wenn das neue Jahr anfängt und man wieder irgendwie, ja, ein paar Vorsätze hat und geplant sein will. Und dann kommen wir schon zur dritten DIY-Idee und zwar zur Marble-Schale. Und dafür brauchen wir zum einen Knete. Und hier könnt ihr euch die Farben wirklich komplett aussuchen. Nehmt einfach eure Lieblingsfarben oder die Lieblingsfarben von der Person, die am Ende dieses Geschenk bekommen wird. Und im ersten Schritt müsst ihr einfach jede einzelne Farbe so länglich kneten. Also stellt euch einfach vor, ihr macht Plätzchen oder so. Und das müsst ihr einfach mit jeder Farbe machen. Und am Ende sollten dann das hier eure Zwischenergebnisse sein. Und die müsst ihr jetzt ebenfalls zusammendrücken und dann einfach, ja, zusammenwirbeln und letztendlich wieder zusammenkneten. Einfach damit sich die Farben gut vermischen können und am Ende so ein richtig cooler Marble-Effekt entsteht. Ihr könnt diesen Vorgang wirklich so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ihr könnt den einmal machen, zweimal oder auch dreimal. Desto öfter ihr es macht, desto mehr Details werdet ihr am Ende in eurer Schale sehen. Und ganz am Ende solltet ihr dann so einen länglichen Streifen haben und den zu einer Schnecke rollen. Ich weiß, ihr denkt euch wahrscheinlich, warum muss ich diese ganzen Schritte machen, aber gleich ergibt alles Sinn, Leute. Auf jeden Fall müsst ihr diese Schnecke jetzt zusammenkneten zu einer Kugel, bis ihr ein richtig cooles Muster seht. Bei mir sah es zum Beispiel so aus und sucht euch einfach von dieser Kugel eure Lieblingsseite aus und diese Seite muss nach oben schauen, sodass ihr sie sehen könnt, denn das wird dann am Ende das Muster sein, was ihr auch letztendlich auf der Schale sehen werdet. Am einfachsten und schnellsten funktioniert dieser Schritt natürlich mit einem Teigroller, aber den hatte ich leider nicht da, also habe ich so ein, ja, Plastikbecher genommen, den ich noch von einem Konzert hatte, Leute. Aber damit hat es auch ganz gut geklappt und am Ende war das hier mein Zwischenergebnis. Und zu guter Letzt müsst ihr einfach euer fertiges Muster in eine Schale reintun und ordentlich gegen die Schale drücken, damit es die Form von der Schale annimmt. Das Ganze kommt dann für ca. 20 Minuten bei 90 Grad im Ofen rein, bis es hart wird. Dann müsst ihr es einfach nur noch abkühlen lassen und schon ist es fertig.
Schreibt mir sehr gerne in den Kommentaren rein, welche Idee ihr so am coolsten fandet und welche ihr nachmachen werdet. Hier seht ihr jetzt noch ein weiteres Geschenk-DIY-Video und ein weiteres Video von Funk. Und ich würde mich mit einem weihnachtlichen Adieu verabschieden und bis dann. Ciao.